hatte gestern irgendwie überlegt, ich sag euch ehrlich, ne? Ich hatte gestern irgendwie die Idee, also mich f***t das schon wieder richtig ab, ne? Mich f***t das wirklich ab, Leute. Ihr wisst ja, ich bin so ein Sommertyp, ne? Ich mag Sonne, Sommer, warme Temperaturen. Ey, das regnet seit Donnerstag, regnet es. Ich habe überlegt, über Winter einfach auszuwandern. Ich sag dir ehrlich. Über Winter einfach nach Madeira. Guck mal, ich brauche ja eigentlich gar nicht viel. In Madeira, ich kaufe mir einfach zwei PCs, stell die hin. Die Kameras könnte ich theoretisch mitnehmen, die ich habe. Stell zwei PCs an. Das Einzige, was ich bräuchte, ist eine Internetleitung und mein Audio-Setup. Ich sag euch, das war so meine Idee gewesen. Überlegt mal, das wäre geil, so mit ein paar Jungs. Am besten, das wäre geil, so mit Lofty, SU, Max, Seville, einfach so für 3-4 Monate nach Madeira gehen oder irgendwo anders hin, wo es warm ist und dann wieder im Sommer nach Deutschland zurückkommen. Das wäre Baba-mäßig, Alter. Das würde ich fühlen. Das wäre wirklich geil. Einfach so ein Haus gemietet, weißt du, und dann einfach für 3-4 Monate weg. Ja, Malta, weiß ich nicht. Ich würde das wahrscheinlich, Madeira würde ich wahrscheinlich gut finden, weil das Ding ist, Skrulls wohnt in Madeira und der könnte theoretisch alles für uns klären, weißt du. Der könnte für uns ein Haus mieten, der könnte Internet uns holen und einfach, ich kann auch von da aus, wisst ihr, ich kann auch von da aus zocken und alles. Dann fliegen wir. Ja, Lofty, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe gestern so im Bett gelegen. Ich habe richtig Bock drauf. Für 2-3 Monate, ich sag dir ganz ehrlich, für 2-3 Monate einfach woanders hin, wenn hier Winter ist, wenn hier Wetter ist. Wir können doch von überall zocken. Und dann habe ich überlegt so, ey, ich zock doch eh nur den ganzen Tag. Aber ich würde lieber gerne zocken, wo schönes Wetter ist, weißt du? Zocken bei schönem Wetter bockt doch noch mehr. Ja, ich werd mir das nochmal genau angucken, weil wir müssen auch eine gute Internetleitung und so haben. Ich werde mal vielleicht nachher noch mit Skrulls reden. Ich hatte so richtig Bock. Einfach 2-3 Monate. Nicht mal lange so, weißt du? Wirklich 2-3 Monate, dass man sich einfach, ey, wo schönes Wetter ist und so. Das Gute ist ja halt wirklich, man kann ja YouTube von überall machen, ne? Das ist ja das Geile. Und ich will auch gar nicht auswandern, Leute. Ich bin gerne in Deutschland. Ich sag euch ehrlich, ich bin wirklich gerne hier. Aber das wäre schon geil, Alter. Ja, ich werde mir mal noch, das war echt gestern so eine Schnapsidee. Ich weiß auch gar nicht, ob das alles so einfach funktioniert, weil müsst ihr erstmal gucken, wie teuer das Haus wird. Ob das auch mit Internet so einfach funktioniert. Dass wer Bock hätte mitzukommen, weil ich glaube, alleine würde sich das nicht lohnen. Das Problem ist, alleine wäre natürlich die Miete relativ teuer, weil man bräuchte schon ein Haus. Ihr wisst, Leute, ich schreie viel rum. Ich kann keine Nachbarn haben. Das nervt mich. Ich kann einfach keine Nachbarn haben. Ich sag mal, damals, wo ich noch im Block gewohnt habe, da kannte ich die Nachbarn, weißt du? Den hat das nicht gejuckt, wenn ich da geschrien habe. Aber wenn ich da in Madeira, Leute, da kommt so ein Deutscher, der auf einmal nachts schreit. Nachts um eins schreit der rum so. Das checken die doch gar nicht. Die wissen, die werden nicht im Knast stecken. So ein Ding wird das sein. Weißt du, die werden sagen, ich bin irre oder so. Die werden dann erzählen, der ist hierher gezogen, schreit sein Mikrofon an und so. Die werden das gar nicht checken, was abgeht. Naja, mal gucken, Leute. Das war echt so eine Schnapsidee, habe ich gestern echt mal so überlegt. Ich werde das mal abquatschen so. Also wenn echt 2-3 Leute am Start wären, ich glaube, dann werde ich es machen. Einfach weg hier. So, weißt du, ein bisschen was Neues erleben. Das Gute ist auch, wenn man in Madeira ist, Alter, man kann auch einfach ganz normal vloggen und so. Man kann zeigen, wo man wohnt, theoretisch, weil das ist ja eigentlich eh keiner, der einen kennt, weißt du? Wer passt auf dein Haus auf? Da mache ich mir keine, also wenn, dann würde es wahrscheinlich meine Oma machen, die ich dann sage, okay, pass auf, meine Oma würde dann hier einziehen für 2-3 Monate, weil die, wo hat der, also meine Oma hat eine ganz normale Wohnung und ich glaube, die würde das geil finden, so Leute, wir haben ja hier auch, ist ja hier auch eigentlich Baba-mäßig alles. Wenn die hier wohnen könnte, würde die, glaube ich, fühlen, so weißt du? Ich komme, dann muss ich 7% Steuern zahlen. Ja, das Problem ist, Glück, dann müsstest du alles komplett anmelden. Ich würde auch nicht wegen Steuern hingehen. Ich würde einfach nur hingehen. Das würde mir, steuerrechtlich würde mir das ja gar nichts bringen, wenn ich da nur 3-4 Monate bin. Oder 2-3 Monate. Das wäre wirklich nur, weil ich es fühlen würde. Aber weiß ich noch nicht, Leute. Wir quatschen mal drüber. Ich werde mir mal ein paar Gedanken machen, gucken, wie das so finanziell aussieht, was man da stemmen muss, wie das so funktioniert, ob das so einfach geht. Auch wegen Corona wird es ja wahrscheinlich schwierig sein. Ich werde einfach mal gucken, Leute. Ich werde das mal abchecken. Aber irgendwie, ich hatte Bock drauf mal auf was Neues. Weil ich das auch bei Monte gesehen habe, so, ich fand das geil, so Urlaub und so, also halt, wo es schönes Wetter ist und so, da kriegt man auch direkt gute Laune, ne? Julius, du würdest YouTube übernehmen? Nee, ich sag dir ehrlich, YouTube könnte ich nicht abgeben. Ich sag euch ehrlich, Leute, das ist, YouTube ist wie eine Sucht. Real Talk, es ist wie eine Sucht. Ich fühle mich so schlecht, wenn ich einen Tag kein Video hochladen würde. Es ist so ein ekliges Gefühl. Wenn ich mal einen Tag nicht zocke oder so, ich werde schon richtig unruhig, weil ich süchtig danach bin.